Okay, dann in diesem Sinn. Guten Abend, herzlich willkommen zum Live-Video-Chat. Das Besondere, könnte man sagen, das scheinbar Besondere hieran ist, es gibt kein Versprechen. Ich kann nichts versprechen. Es ist keine persönliche Botschaft oder keine persönliche Anweisung, keine Ratschläge, keine Tipps und Methoden im Sinn von, ich sag dir, was du tun kannst oder ich sag dir, was du lassen solltest, um dein Ziel zu erreichen, um persönliche Erfüllung zu erreichen oder Erleuchtung oder was auch immer die Idee ist oder ein Gefühl von gut, absolute Guterfahrung oder. Denn was scheinbar hier passiert oder was diese Veranstaltung ausmacht, könnte man sagen, scheinbar ist, dass diese ganze getrennte Person, dass dieses Erleben von ich bin jemand oder dass da jemand ist, dass das völlig übersehen wird und übersehen ist auch eine Geschichte, es hört sich an wie eine Methode, da ist einfach niemand, da ist niemand da, der das eine tun könnte und das andere lassen sollte und es ist niemand auf dem Weg zur persönlichen Erfüllung. In Bezug auf diese Botschaft wäre genau das der Traum, dass ich jetzt als etwas Abgetrenntes, als etwas Eigenes hier bin. Und dass ich auf dem Weg zu einem Besser bin, zu einem realen Besser oder gar zu einem realen Perfekt oder sehr gut. Das heißt, Befreiung, so wie das hier besprochen wird, wäre deshalb nichts, was innerhalb dieses Erlebens von Ich Bin stattfindet. Es wäre keine Erfahrung von Ankommen, keine Erfahrung von Freiheit oder Gutheit. Keine Erfahrung von Transzendenz, keine Erfahrung von reinem Bewusstsein, keine Erfahrung von etwas. So gesehen ist das, worüber wir sprechen oder schreiben heute Abend, aus der Sicht von Ich bin der Tod. Es ist einfach das Ende des Erlebens, jemand zu sein. Das Dilemma ist, das scheinbare Dilemma ist, worüber wir reden bei Ich bin, könnte man sagen, als Geschichte, ist ein energetisches Erleben. Man könnte sagen, das feinste Erleben von Ich bin ist ein Gefühl von Präsenz, das gar nicht wirklich eine Geschichte braucht, aber einfach das Erleben von hier ist etwas anwesend. Und das Dilemma innerhalb dieser Anwesenheit ist, wird das als absolut real erlebt. Hier ist doch was, hier ist doch was und das bin ich. Das wäre der Traum. In Bezug auf diese Botschaft ist das der Traum. Diese Instanz ist illusionär und hat eben nicht diese Realität, die erlebt wird. So gesehen ist eben das, worüber gesprochen wird, scheinbar aus der Sicht von Ich bin der Ton. Das Ende von Ich bin. Im Sterben allerdings, könnte man sagen, wird offensichtlich, und auch wird offensichtlich ist tricky, im Sterben wird offensichtlich, dass gar niemand lebt, beziehungsweise im Sterben ist gar nichts da, das wirklich sterben kann, beziehungsweise im Leben ist gar nichts Eigenes da, das ein eigenständiges, abgetrenntes Leben führt. Das heißt, genau das ist der Traum. Ich bin und ich erfahre etwas. Ich und mein Leben. Ich habe ein Leben. Und das Erleben von Unbefriedigtsein
könnte man sagen, findet eben statt oder nur statt innerhalb dieses Erlebens von Ich Bin. Ich Bin erlebt sich als getrennt und ist auf der Suche nach Einheit. Das ist alles, woraus es besteht. Es wird in dem Sinn nicht finden. Es wird nie eins werden im Sinn von ich mache eine ab dann permanente Erfahrung von Einheit. Das gibt's nicht. Das existiert nicht. Befreiung, eben so gesehen, ist der Tod von Ich Bin. Letztendlich ist da aber gar niemand. Das heißt, es ist nicht mal ein Tod. Es gibt keine Befreiung. Was ist, könnte man sagen, ist das, was scheinbar passiert, und es gibt nichts anderes. Es gibt nichts anderes außer das, was passiert, was scheinbar passiert. Das ist allerdings nicht etwas. Das heißt, sitzen vor einem Computer und sprechen und hören und schauen ist nicht etwas als das. Das Unbekannte, es kann nicht gekannt werden. Nicht etwas ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht etwas. Es wird niemand da sein, der es erfährt. Es ist niemand da, der es als etwas erlebt und sagen könnte, was es ist. Es ist in dem Sinn nicht zwei. Es ist auch nicht eins oder keins. Es ist eben keins. Was scheinbar passiert ist, nicht etwas. In diesem Sinn, weil das, was passiert, bereits alles ist, kann es keinen Weg geben, keine Methode, keine Trennung, keinen Abstand zu überbrücken. Es gibt keinen Schritt zu gehen. Das ist es. Das, was scheinbar passiert, ist alles, was es gibt. Da ist nichts anderes. Es gibt keine Hilfe, keine Ratschläge, keinen Weg. Nichts, das zu tun oder zu lassen wäre. Sofort. Jemand sucht noch den Live-Chat. Mira schreibt, was soll man da noch fragen, beziehungsweise ich sagen? Ja. Ja. René schreibt, der wahrnehmende Ich Bin und das wahrgenommene Etwas ist illusionär. Also existiert nur Wahrnehmung, nicht etwas, das sich selbst aber nicht wahrnehmen kann. Ja, wenn man so will, ich würde aber nicht sagen, dass nur Wahrnehmung existiert. Ich finde das, man kann natürlich sagen dazu, wie man will, ich finde es ein bisschen irreführend, weil es, ja. Was ist, kann nicht gekannt werden oder erlebt werden. Genau. Ja.
Boris schreibt, es scheint einige scheinbare Menschen zu geben, die sich als jemand erleben und von sich behaupten, sie seien glücklich und erfüllt und angekommen. Belügen die sich selbst? Weiß ich nicht, kann man so nicht sagen. Ich kenne jetzt niemand, der das in dem Sinn so absolut sagen würde. Gleichwohl, die meisten Leute würden von sich sagen, sie sind glücklich und sind auf eine Art in ihrem Leben angekommen. Belügen ist auf eine Art zu heftig, aber für viele Leute ist das Erleben, jemand zu sein, einfach die absolute Normalität und die absolute Realität. Und das ist deren Erfahrung. Lulu schreibt, das, was passiert, passiert ja schon, bevor die Gedanken zu dem, was passiert, entstehen. Oder die Definition davon in den Sinn kommen oder es erklären wollen. Also so nehme ich das wahr. Naja, scheinbar, in dem Sinne ist es zeitlos. Aber aus einem, oder gleichzeitig könnte man auch sagen, aber aus einer Beobachterposition heraus scheint es so zu sein, dass die Geschichte ein bisschen später kommt. Dass die Geschichte zu dem, was passiert, ein bisschen der Kommentar später kommt. Ja. Markus schreibt, was genau meinst du mit scheinbar? Meinst du die menschlichen Sinne, welche die Dinge nie ganz erkennen können? Naja, scheinbar ist nicht zu erklären auf eine Art, das ist das Dilemma, weil natürlich ich bin oder der Erlebende genau zu scheinbar keinen Zugang hat. Insofern ist das, was ist oder das, was passiert, ist eben nicht nur real. Es gibt eben nicht mich und den Computer und dich, sondern es ist real und irreal oder ungetrennt, könnte man sagen. Das heißt, das ist das, was scheinbar passiert. Es ist eben nicht nur real. Aber es gibt auch nichts, das real passiert. Gudula, hallo. Michelle schreibt, ich höre erstmal nur zu, weil ich das noch nicht so kenne. Ist doch okay. Ja, absolut. Klar. Ja.
Sein schreibt, es passiert dann einfach Leben, Leben als alles, was erscheint. Ja, so könnte man sagen. Es gibt nichts anderes. Für niemand allerdings, könnte man noch sagen. Sergej schreibt. Hallo. Hallo Andreas. Dann ist ja das Erleben von Ich bin, jemand zu sein und eine Wahl zu haben, wie ich es erlebe, nicht verkehrt, oder? Nein, absolut nicht. Für mich ist leider nur dieses Erleben, jemand zu sein, bis auf ein paar Aussetzer der Fall und offensichtlich. Okay, ja, das ist das, was scheinbar passiert. Ja. Und natürlich auch die einzigste Möglichkeit, könnte man sagen. Denn ich bin, könnte man sagen, kennt nur ich bin. Ich bin besteht nur daraus, sich als ich bin zu erleben. Und ist das Einzigste, was es kennt, im Prinzip, sich selbst. So wie es für dich offensichtlich ist, dass das Erleben, jemand zu sein, illusionär ist, ist für mich das Ich bin-Erleben offensichtlich. Und ich merke, dass ich weder etwas dafür noch dagegen machen kann. Hoffnungslos. Ja, absolut. Vielleicht noch als Kleinigkeit, es ist nicht für mich offensichtlich, dass das Erleben von Ich bin illusionär ist, sondern da ist einfach niemand da. So gesehen wäre eben das, wovon hier gesprochen wird, einfach der Tod von Ich bin. Es ist ja nicht so, dass ich sehe, dass da niemand ist, sondern da ist einfach niemand. Und automatisch verpufft damit das Erleben anderer Leute sozusagen als jemand oder die Illusion, dass es so etwas wie ich bin gibt. Aber ja, solange es das ist, was scheinbar passiert, ist es das, was scheinbar passiert. Und daran ist nichts falsch. Also es ist nichts falsch daran, sich als jemand zu erleben, aber es ist trotzdem so, wie es einfach ist. Das heißt, ich bin jemand, der sich auf einem Lebensweg erfährt, der jetzt tun oder lassen muss und der ganz subtil oder ganz direkt, kann ganz unterschiedlich sein, auf dem Weg zu einem größeren Ziel ist. Das ist das Erleben von Ich bin. Auch das ist weder richtig noch falsch. Es ist illusionär und es ist auch illusionär. Aber eben, solange es das ist, was scheinbar passiert, ist es das, was scheinbar passiert. Niemand hat ein Ich, niemand macht Ich bin, niemand kann es loswerden. Es ist Einheit selbst. Michelle schreibt, ich versuch's mal. Das heißt doch, als ich bin zu versuchen, ob Probleme oder nicht, das Leben zu genießen. Michelle, ja und nein, was hier letztendlich gesagt wird, ist, dass da gar niemand ist. Und diese Idee von, ich sollte dann also mein Leben genießen, eigentlich auch Teil des Traums von Ich bin ist. Das ist eine neue persönliche Schlussfolgerung. Und ich bin, kann das probieren, aber scheitert an der Umsetzung. Wie mit jeder Methode scheitert Ich bin an der Umsetzung. Gleichwohl, wovon hier gesprochen wird, ist gar kein Zustand von Genuss oder Nicht-Genuss oder Entspannung oder Anspannung. Zu genießen könnte die neue Last werden. Der Versuch, alles zu genießen, könnte die neue Last werden. Sein schreibt, Leben als alle Möglichkeiten. Verstehe ich nicht. Vielleicht auch tricky mit dem Wort Leben. Es ist nicht etwas,
Es gibt nur nicht etwas und es ist leer und voll. In dem Sinn gibt es keine Möglichkeiten. Es ist einfach nur, in Anführungszeichen, so wie es eben ist. Es gibt keine Möglichkeiten. Mira schreibt, also sind auch die sogenannten Erleuchteten in der Szene nicht ständig in einem Zustand der Befreiung. Keine Ahnung, aber natürlich, solange es Erleuchtete gibt, solange es einen Erleuchteten gibt, hat es nichts hiermit zu tun. Und es ist natürlich auch nicht ein Zustand der Befreiung. Es gibt nicht sowas wie einen Zustand der Befreiung. Und es gibt auch nicht einen Zustand der Nicht-Identifikation. Das heißt, wenn jemand von einem Zustand der Nicht-Identifikation spricht, dann ist das eben ein persönlicher Zustand von jemand, der scheinbar getrennt ist. Insofern ist die Frage, Emotionen treten auf, aber keine Identifikation, weil niemand da ist. Ein bisschen schwierig formuliert. Weil wenn niemand da ist, könnte man sagen, ist es nicht ein Zustand der Nicht-Identifikation, weil es gar keinen zweiten Standpunkt mehr gibt, der identifiziert oder nicht identifiziert sein könnte. Das heißt, dieses ganze Identifikationsding hat hiermit überhaupt nichts zu tun. Markus schreibt, Andreas, meditierst du oder lebst du eine Praxis? Wie bist du an diese Erkenntnis gekommen? Nein, ich meditiere nicht und ich lebe auch keine Praxis. Es gibt in dem Sinn gar niemand, der lebt. Insofern bin eben auch nicht ich an diese Erkenntnis gekommen, sondern während ich versucht habe, etwas zu erkennen, während ich auf dem Weg scheinbar zur Erleuchtung war, bin ich gestorben. Bin unterwegs hops gegangen. Ohne Grund. Nicht als Resultat meiner Suche, könnte man sagen. Ich habe nichts gefunden. Die Suche wird nicht beendet durch eine Antwort oder durch ein Finden. Wovon hier gesprochen wird, ist einfach das Ende der Suche durch den Tod des Suchenden. Das schreibt, wenn du perfekt werden willst, werde ein Niemand. Es ist insofern recht einfach, weil dieser Jemand illusionär ist. Das heißt, was ist? Es Perfektion selbst. Es aber keine Erfahrung von sich hat oder braucht. Sein schreibt, nicht etwas erscheint gerade so, wie es erscheint. Das ist alles. Wobei da vielleicht auch schon ein Missverständnis drin ist. Es gibt nicht etwas, das als etwas erscheint, sondern das ist nicht etwas. Sprechen, Computer, ein Körper, hören, eine Umgebung, das ist nicht etwas. Peter schreibt, ohnehin alles Lüge, seit scheinbaren Erscheinen eines sogenannten Ich und es geht um nichts. Ja, es geht absolut um nichts. Andreas, könnte man sogenanntes Nichts auch als Substrat bezeichnen? Denn ohne Substratum kann es ja auch kein Erscheinen geben. Ja, aber genau das ist der Punkt. Es gibt eben kein Erscheinen als einen Vorgang.
Das ist ein bisschen tricky an dem Wort erscheinen, denn aus der Sicht des scheinbaren Ich ist das ein Vorgang. Es erscheint etwas und geht dann wieder. Und in diesem Bild gibt es eben zwei. Es gibt etwas, das real ist, und aus dem kommt eine Erscheinung. So ist es tatsächlich nicht gemeint. Es ist absolut nicht zu verstehen, weil beides untrennbar eins ist, könnte man sagen. Das heißt, Substratum und Erscheinung sind ungetrennt eins. Das ist es eben. Ein Computer und Sitzen und Sprechen und Fühlen und du und ich, das ist nicht etwas. Das heißt, es ist sowohl Substratum als auch Erscheinung sozusagen. In dem Sinne ist es eben nicht etwas oder real und irreal. Aber es gibt nicht etwas, das real ist und eine Erscheinung daraus. Das wären zwei, die es nicht gibt. In dem Sinne könnte man sagen, diese zwei verschmelzen zu keinem. Aber verschmelzen hört sich auch schon an wie ein Vorgang. Es gab nie zwei oder viele. Michelle schreibt: Wenn ich mittags eine Art Schlaf habe, ist manchmal schwer wieder in die Wirklichkeit zu kommen. Ich versuche mich dann zu erden. Kannst du was dazu sagen, Michelle? Nein, kann ich nichts zu sagen. Außer natürlich, das ist das, was scheinbar passiert. Mira schreibt: Hattest du körperliche Phänomene wie Zuckungen etc. erlebt? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin, was diese energetischen oder körperlichen Phänomene angeht, recht glimpflich weggekommen. Insofern kann ich da nicht viel sagen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich eine Zeit lang auch einfach viel so Energiesachen gemacht und hatte da natürlich alle möglichen Phänomene die ganze Zeit am Laufen. Insofern ja und nein. Zuckungen habe ich heute noch manchmal. Nee, so. Peter schreibt: Super, Andreas, danke für die radikale Antwort. Und Sein schreibt: Wahrnehmung ist dann auch nicht etwas. Genau, es gibt keine Wahrnehmung oder Wahrnehmung ist illusionär. Absolut. Eine scheinbare Funktion, können wir sagen, der sich aber niemand gewahr ist. Ich meine, der scheinbare Tod von Ich Bin verläuft in Anführungszeichen ganz individuell. Das heißt, das kann mit körperlichen Phänomenen sein, ohne intensiv, emotional, wie nebenher, ziemlich lasch. Es kann schnell gehen, es kann kurz gehen. Es gibt keine Regel. René schreibt: Könnte man sagen, dass im Tiefschlaf nichts ist und beim Aufwachen die Person, ich bin,
und mit ihr die ganze Welt inklusive Gedanken, Erinnerungen, Gefühle etc. erscheinen. Ja, auf eine Art könnte man das so sagen. Genau, im Tiefschlaf gibt es keinen Erlebenden, während solange da jemand ist, normalerweise morgens Gewahrsein erwacht und dann die Geschichte. Ab dann gibt es Ich Bin und meistens dann auch recht schnell meine Geschichte. Genau. All das, können wir sagen, ist nicht etwas. Nicht etwas als Tiefschlaf, als Tagesbewusstsein. Befreiung als Geschichte, können wir sagen. Befreiung ist, wenn morgens keiner aufwacht. Und gehen nur die Augen auf und funktionieren passiert, aber für niemand. Es wird keine Instanz mit wach. Mira schreibt, heute erlebe ich meine Hoffnungslosigkeit mit Humor. Yes. Petra schreibt, ich habe immer wieder das Bedürfnis, Dinge zu verbessern und kann keine Gelassenheit empfinden. Okay. Dem Fluss des Lebens alles zu überlassen, fällt schwer, obwohl es mir lieber wäre, ich könnte das. Aber das ist nicht das, wovon du sprichst, das ist klar. Naja, auf eine Art aus der Sicht von Ich Bin, ist das eine nette Idee im Prinzip, wenn ich alles wie du schreibst, mich hingeben könnte oder dem Fluss des Lebens laufen lassen und ich müsste nicht mehr eingreifen. Aber letztendlich ist genau das der scheinbare Fluss des Lebens. Mit scheinbarer Petra. Das ist eben das, was scheinbar passiert. Was du beschreibst, ist das, was scheinbar passiert. Es gibt aber natürlich nicht sowas wie den Fluss des Lebens. Das kommt aus einer Erfahrung. Aber da ist gar niemand. Sergej schreibt, die großen Ziele wie Erleuchtung, Karma verbessern und so weiter sind schon weg. Was aber noch da ist, ist wieder etwas gesünder leben und mehr Sport machen, um mich jetzt wohler zu fühlen. Okay, kleinere Brötchen backen. Habe das Gefühl, entscheiden zu können, ob ich fit werde oder mich körperlich gehen lasse. Und ist das nicht auch das, was erscheint? Ja, absolut. Zumindest so lange, bis das Erleben, jemand zu sein, kollabiert. Naja, wie du sagst, es ist einfach das, was scheinbar passiert. Genau, es ist einfach so, wie es ist. Punkt. Was anderes gibt's nicht. Michelle schreibt, René, danke, hiermit meine Frage Mittagsschlaf beantwortet. Als Neue kann mich noch nicht so ausdrücken. Andreas, darf ich so mitteilen? Danke. Ja. Ja, alles gut. Okay, sorry, ich muss schnell auf Toilette gehen.
Sorry. So. Gabi schreibt, diese Botschaft ist so gigantisch. Einfach ganz einfach, egal was, wie es erscheint. Ist nicht etwas, das ebenso erscheint. Wahnsinn. Nicht etwas erscheint als erleichternde Hoffnungslosigkeit. Ja, absolut. Yes. Yes. Es gibt nichts zu erreichen. Da kommt nichts mehr. Das ist alles. Mehr gibt's nicht. Die Illusion ist, dass noch was kommt. Aus der Sicht von Ich Bin, die absolute Notwendigkeit, das Erleben ist, das kann's nicht sein. Da kommt noch was. Da muss noch was kommen. Das kann's noch nicht gewesen sein. Das ist der Traum. Es kommt nichts mehr. Es muss nichts kommen. Das ist alles. Es ist satt. Und wild und frei, so wie es ist. Auch für niemand allerdings. Mira schreibt, aber bei dir ist doch noch was gekommen, sonst könntest du nicht so drüber sprechen. Ja, aber genau das ist der Traum, dass ich etwas erreicht habe oder dass für mich etwas passiert ist. Nein, eben nicht. Es ist gar nichts passiert. Und vielleicht noch, ich kann natürlich nicht drüber sprechen. Das wäre die, das ist auf der Art die Annahme von Ich Bin, dass hier jemand ist, der etwas erreicht hat und jetzt über etwas spricht. Aber ich habe nichts mitzuteilen. Es gibt keine Mitteilung. Ich habe nichts erreicht, könnte man sagen. Ich bin, die Geschichte wäre, ich bin gestorben. Aber selbst das hat sich als Illusion entpuppt. Es stirbt niemand, es lebt gar niemand. Es ist eben genau nichts gekommen. Ich habe nichts erreicht, ich habe nichts gefunden. Da ist niemand. Wie gesagt, als Geschichte, ich bin gestorben. Mira schreibt, okay, aber du hast erfahren, dass es tatsächlich kein Ich gibt. Ich meine, es ist schwierig mit Worten, weil ich habe es natürlich nicht erfahren. Ich bin einfach gestorben, könnte man sagen, und ich habe es in dem Sinn nicht überlebt. Und die ganze Idee, das ganze Erleben auf einem Weg zu sein, das ganze Erleben, dass noch was kommt, ist eben der Traum. Es ist nichts gekommen für mich. Das ist der Traum, dass da noch was kommt. Und ich bin, würde natürlich auch das Ende von ich, oder ich bin versteht natürlich unter dem Ende von ich bin auch ein neues Etwas. Na, etwas, das mir noch passieren kann. Mein Ende.
Aber auch das basiert auf einer Idee von, mich gibt's jetzt und ich kann enden oder etwas kann enden. Aber genau das ist der Traum, dass jetzt etwas da ist, das noch irgendwas enden, beginnen, erleuchtet, verschwinden kann. Da ist gar nichts. Petra schreibt, wollte viel fragen. Während des Chats erlebe ich dann immer, dass plötzlich kaum Fragen da sind und intuitiv alles klar ist. Das ist das Magische an Andreas und seinen Worten. Ja, man könnte sagen, wovon hier gesprochen wird, ist intuitiv klar, denn es ist die natürliche Realität. Wovon hier gesprochen wird, ist alles, was es gibt. Es gibt nichts anderes. Die natürliche Realität. Und ich sag's nochmal, auf eine Art ist es intuitiv klar, aber nicht für jemand. Jemand wird es nie sehen können. Jemand wird es nie erleben können. Denn ich bin oder das Erleben, jemand zu sein, besteht scheinbar eben nur daraus, es nicht zu erleben. Aber es ist offensichtlich. Wovon hier gesprochen wird, ist nichts, das ich erreicht habe. Es ist nichts, das ich sehe. Es ist nichts, das ich erfahren habe. Es gibt einfach nichts anderes, außer das, wovon gesprochen wird. Nicht etwas, das nicht erfahren wird. Wild, frei, sein, wenn man so will. Für niemand. Lulu schreibt, noch nie war die Illusion so offensichtlich. Kenne sonst keinen, der das so transportieren kann wie du. Echt sensationell. Niemand da. René schreibt, wie kann Andreas als Nicht-Person so perfekt auf alle Fragen eingehen, antworten bzw. interagieren. Ist es einfach das, was passiert? Ja. Yes, absolut. Ja. Es ist das, was scheinbar passiert. Und auch, man könnte sagen, auch das Sprechen ist eben das, was scheinbar passiert. Und man könnte sagen, das wäre eine weitere scheinbare Besonderheit dieser Veranstaltung, diese Botschaft kommt eben nicht aus Bewusstsein oder aus Erfahrung. Es kommt eben nicht daraus, dass ich das als Person erfahre und deshalb weitergeben kann. So würde das scheinbare Ich das vermuten, dass ich was erfahre und weil ich es erfahre, gebe ich es weiter als Lehrer oder als Lehre. Aber hier ist gar niemand. Es gibt gar nichts zu erfahren. Es gibt nur das, was scheinbar passiert, einschließlich diese Botschaft zu erzählen, in Anführungszeichen. Ja. Aber auf eine Art ist das nicht nur hier so. Es ist eben die Illusion von ich bin, dass ich reagiere, dass ich antworte, dass ich spreche, dass ich Fragen stelle. Das ist der Traum. Das ist der Traum von ich bin, dass ich alles mache. Das heißt, ich kann nicht reagieren, ich mache nicht Antworten, da ist gar niemand. Aber Antworten geschieht, reagieren geschieht, funktionieren geschieht, scheinbar. Auf eine Art, so wie es schon immer war. Ich bin, hat es nie getan. Mira schreibt, so schräg nicht zu verstehen. Es gibt nichts zu verstehen. Es ist unmöglich zu verstehen, weil es gibt gar keine Realität, es gibt gar keine realen Umstände, die verstehbar wären. Das, was scheinbar passiert, ist eben nicht etwas, sondern nicht etwas. Trotzdem schaue ich immer wieder deine Meetings rauf und runter und sie beruhigen mich zumindest. Wird wahrscheinlich auch bei mir intuitiv wirken. Ja, man könnte sagen, diese Botschaft schleicht sich von hinten an. Scheinbar.
Sein schreibt, die Gedanken sind dann wohl die Übeltäter. Nein, überhaupt nicht. Man könnte sagen, ich bin ist der Übeltäter. Da es aber kein Ich bin gibt, gibt es keinen Übeltäter. Es gibt keine Trennung. Es gibt nichts zu überwinden. Es gibt nichts zu erkennen, nichts zu sehen. Sein schreibt, die Gedanken sind auch nicht etwas. Wie könnte es anders sein? Ja. Ja. Ich meine, das ist der Traum, dass es hierzu noch etwas zu entdecken gibt, dass es eine Lösung hierfür geben muss oder eine zusätzliche Erfahrung von Gut, von Einheit, von Ankommen, von richtig, dass es irgendwie noch Klick machen müsste, dass da eben noch was kommen muss. Das ist Teil eines Traums. Und diese Not, diese Sehnsucht danach ist eben auch illusionär. Sie ist auch Teil des Traums von Ich Bin. Das heißt, es gibt nicht nur keine Antwort, auch die ganze Frage, die ganze suchende Energie ist Teil eines Traums. René schreibt, wenn Andreas sagt, es kann nicht verstanden werden, meint er dann, weil es niemanden gibt, der verstehen kann. Zwei Dinge, weil es niemanden gibt, der verstehen kann, weil es aber auch gar keinen realen Umstand gibt, der zu verstehen wäre. Es gibt gar kein Es, das verstanden werden kann. Oder man könnte sagen, was ist, ist eben kein Es. Es ist nicht mal etwas aus der Sicht von Ich Bin. Es ist nicht etwas. Peter schreibt, Gabi, Lulu, ja, so wird es hier auch gesehen. Selten wird so klar vermittelt, dass es überhaupt keiner Vermittlung bedarf. Yes. Wirkliche Wirklichkeit ist einfach unvorstellbar einfach. Ja, absolut, weil es schon das ist, was passiert. Das ist die Einfachheit daran. Es ist eben genau das. Es ist einfach so. Das ist die wunderbare Einfachheit. Aus der Sicht von Ich Bin ist es nicht einfach. Aus der Sicht von Ich Bin ist es auch nicht schwer. Aus der Sicht von Ich Bin ist es unmöglich. Unmöglich zu kennen, zu erreichen, zu bekommen. Aber genau deshalb, weil es schon so ist, wovon hier gesprochen wird, ist bereits absolute, dass ich das jemals sagen würde, absolute Realität. Aber nicht etwas. Sein schreibt, mich gibt's da nur als Gedanke. Nein, dich gibt's gar nicht. Es ist eine Illusion, dass da jemand Getrenntes ist. Aber aus der Sicht dieser Illusion, dieser scheinbaren Illusion, ist das ein Erleben. Es ist nicht nur ein Gedanke, sondern es ist ein energetisches Erleben, Präsenz. Hier ist was. Dass da nichts ist, ist der Traum. Michelle schreibt, ich dachte immer, der Verstand sei der, der Stress macht. Jein, auf eine Art ist einfach der, der einen Verstand hat. Der in der Illusion lebt von ich habe einen Verstand. Ich meine, das Dilemma von ich bin ist, dass es Gedanken erfährt, dass es seine Geschichte erfährt. Und damit sozusagen in Realität lebt. Das heißt, man könnte sagen, ich bin glaubt, was es denkt. Das ist das Dilemma. Nun könnte die Idee sein, und das ist eine spirituelle Idee, dass ich die Gedanken verlassen könnte oder dass ich aus der Geschichte gehen könnte. Das heißt, ich bin, kann durchaus erfahren für Momente, ohne Geschichte zu sein oder ohne Gedanken.
Es geht aber früher oder später wieder in die Geschichte zurück. Das ist nicht, wovon hier gesprochen wird. Gedanken sind kein Problem. Letztendlich der Verstand ist kein Problem, denn es gibt keinen Verstand und es gibt keine realen Gedanken. Das heißt auch hier, der das scheinbare Problem hat, ist der Erlebende. Aber für den gibt es keinen Ausweg. Es gibt für den Erlebenden keinen Ausweg. Beziehungsweise der Ausweg wäre der Tod. Was aber letztendlich auch eine Geschichte ist. Denn den Erlebenden gibt es eben gar nicht als etwas, das lebt und das stirbt. Das schreibt absolute Realität, Smiley. Ja, mein Gott. Ich meine, das ist ein sehr gängiges spirituelles Teaching. Ich kann lernen, aus der Geschichte zu gehen. Was natürlich dem Erlebenden Erleichterung verschafft, momentane Erleichterung verschafft. Sein schreibt, ich bin es nur ein Gedanke, Fragezeichen, nicht etwas. Naja, es gibt kein Ich bin eben. Das ist das Dilemma. Aus der Sicht von Ich bin, bin ich etwas, das real existiert. So gesehen ist Ich bin weit mehr als ein Gedanke. Es ist eben nicht nur ein Gedanke von Ich bin, sondern es ist ein Erleben von Ich bin etwas, Gewahrsein, Präsenz, eine Seele, ich bin ein Bewusstsein, hier ist was, etwas, das hier ist. So könnte man, so erlebt sich Ich bin, so erfährt Ich bin. Es gibt etwas, das ich bin und es gibt etwas, das ich nicht bin. Das Zimmer oder die Situation, die ich erfahre, sind zwei Dinge. Die Überraschung ist, letztendlich ist da gar nichts. Das heißt, es gibt kein Ich Bin,
Es ist eine Illusion. Und man könnte sagen, eine scheinbare Illusion. Denn es gibt keine Illusion. Es gibt kein Ich bin. Es ist einfach nicht da. Aber das ist das unlösbare Dilemma, denn Ich bin erlebt sich als Ich bin da, ohne es real zu sein. Es ist unglaublich. Aus der Sicht von Ich bin unglaublich, weil es eben seiner Erfahrung widerspricht. Aber doch, da ist nichts. Es ist niemand da. Mira schreibt, gibt oder gab es gar keine Angst bei dir? Jein, also es gibt keine Angst. Zwischendurch, als ich gestorben, im Sterben, sag ich mal, hatte ich zwischendurch auch Angst, klar. Aber auch da bin ich relativ gut weggekommen. Ich hatte nicht viel Todesangst. Ich bin ganz sanft gestorben, bin so langsam weggedämmert, können wir sagen. Das heißt, mein Tod so gesehen war sehr eher entspannt, sehr entspannt. Oder ist dieses Alleinsein auch gleichzeitig das sogenannte Alleinssein? Ja und nein. Ich habe den Eindruck, dass Alleinsein auf eine Art, oder wie die meisten Leute das verstehen, als eine Erfahrung immer noch sehen. Man könnte sagen, es gibt nur Alleinssein, aber keine Erfahrung davon, Alleins zu sein. Insofern würde ich nicht sagen, dass das, je nachdem, was damit gemeint ist. Man könnte sagen, dass Ich Bin sich absolut als alleine erfährt letztendlich. Es kann natürlich in der Illusion leben von wir und ich bin in Beziehung oder Freunde oder es gibt jemand mit dem oder etwas mit dem ich in Verbindung sein kann, aber das letztendliche Erleben von Ich Bin ist, ich bin allein. Ich bin etwas, das allein getrennt als einzigstes existiert. Da kann sogar auf eine Art für Momente eine Erfahrung von freudiger Existenzialität mitlaufen, die aber auf eine Art immer eine Erfahrung bleibt. Das heißt, wovon hier gesprochen wird, was aber eine Geschichte ist, ist, wenn dieser Alleinseiende oder diese Alleinseiende stirbt in alles, in nichts und alles. Und wie gesagt, was bleibt in Anführungszeichen, ist Alleinsein, allerdings ohne eine Erfahrung davon. Und man könnte sagen, Allkeinssein. Petra schreibt, die vielen Tipps und alles, die man überall liest, sind im Grunde unnötig und verwirren nur. Bezüglich Gesundheit und so weiter. Da hört man die verschiedensten Sachen, die sich teilweise widersprechen. Das ist sehr ermüdend, weil man immer wieder meint, man könnte entscheiden. Ja, unnötig und verwirren nur. Natürlich. Unnötig und verwirrend. Zumindest kommen sie, es sind persönliche Botschaften. Es sind natürlich Tipps und Ratschläge für jemanden und natürlich in der Illusion, dass da jemand ist, der auf einem Weg ist, der sein Leben machen kann und machen muss. Und ja, das ist der Traum. Und ja, das ist ermüdend oder anstrengend. Ich meine, das ist, man könnte sagen, das ist die Bürde, mit der Ich Bin lebt, nämlich dem Gefühl, verantwortlich zu sein, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, das Erleben von Ich Bin ist, das, was ich erfahre, erfüllt mich nicht oder das ist es nicht. Und ich bin aber jetzt dafür verantwortlich,
mir mein Frieden oder mein schönes Leben oder meine Erleuchtung zu schaffen oder zu erschaffen. Und dann gibt es Ratschläge von links nach rechts, von verdien Geld bis hin zu lebe geldlos, von lebe vegan und völlig egal, werde erleuchtet, verliere dein Ich, was auch immer. Es gibt Ratschläge von oben nach unten und immer ist da jemand, der dir sagt, was du zu tun oder zu lassen hast. All das ist der Traum. Der Traum, dass ich jemand bin, das Erleben von unbefriedigt sein und die Illusion, dass ich jetzt tun muss und kann, um ein etwas zu erreichen. All das ist der Traum. Es gibt diese Instanz, ich bin nicht. Es gibt diese Bedürftigkeit nicht. Es gibt keine Notwendigkeit, etwas zu finden. Und es gibt gar nichts, das zu finden wäre. Es gibt gar nichts, das noch kommt. Das ist die Bürde, das ist die Last. Ich muss, ich kann jetzt, ich bin verantwortlich. In Spiritualität im Prinzip auf den Gipfel getrieben, wo der Versuch stattfindet, alles zu kontrollieren. Die Gedanken, die Gefühle, alles. Man könnte auch sagen, das herkömmliche, das gesellschaftliche Leben versucht, die Erfahrung zu verändern, eben mehr Geld, ein schöneres Haus. Spiritualität versucht zu verändern, wie ich erfahre, zu akzeptieren, mich hinzugeben, wie auch immer. Beides findet statt im Traum von Ich Bin. Es gibt keinen Ratschlag, es gibt keine Hilfe, es lebt gar niemand. Diese Instanz ist völlig illusionär. Es gibt kein richtig und falsch. Es führt nirgendwo hin, weil das, was passiert, weil das, was scheinbar passiert, schon alles ist. Es gibt nichts anderes. Sein schreibt, das Leben hat wohl etwas gepfuscht. Nein, überhaupt nicht. Sein schreibt weiter, es erscheint als Erlebende. Ja, scheinbar. Das ist das, was scheinbar passiert. Dass Leute sich als jemand erleben. Natürlich ist da niemand. Und es ist kein Pfusch. Wenn es real wäre, wäre es Pfusch. Michelle schreibt, wenn man tatsächlich erleuchtet wäre, wie weiß man es und wie geht man damit um? Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, oder? Ja, im Prinzip gibt es eben keinen Erleuchteten oder keinen Zustand der Erleuchtung. Deshalb stellt sich die Frage nicht, wie man es weiß. Man weiß es nämlich nicht, weil es sowas nicht gibt. Und wie geht man damit um? Diese Frage stellt sich auch nicht, weil es niemanden gibt, der in der Realität lebt von Ich bin erleuchtet oder Ich bin niemand oder ich bin befreit. Und deshalb gibt es auch niemanden, der damit umgehen kann und muss. Es gibt eben in dem Sinn keinen Handelnden. Es gibt in dem Sinn nicht mal einen real Erlebenden. Und wovon hier gesprochen wird, ist eben nicht ein weiterer Zustand Ichlosigkeit, der erlebt wird, denn das wäre eine weitere persönliche Erfahrung. René schreibt, hatte das Andreas-Ich auf dem Weg der Suche Angst, ich bin zu verlieren? Ja, wie gesagt, was Todesangst angeht, bin ich in meiner Geschichte recht gut weggekommen. Ich hatte nicht viel davon, aber in Ansätzen natürlich. Also, nachdem ich nach Jahren der Suche kurz mal verstanden hatte, was ich eigentlich suche, oder dass das, wovon ich die ganze Zeit rede, was ich suchen würde, mein Ende bedeutet, da war ich schon etwas geschockt, muss ich sagen. Hat aber auch nichts gebracht, also macht nichts aus. Aber letztendlich ist das Ende von Ich Bin nicht das, was ich bin, sucht. Ich bin sucht nämlich eine persönliche Erfahrung von
Erleuchtung oder eine Erfahrung seines Endes, um es dann zu wissen oder zu erfahren, dass es mich nicht mehr gibt. Aber letztendlich sucht ich bin nie sein Ende. Nicht wirklich. Das heißt, Angst, ja, aber ich glaube nicht so dramatisch, wie es sein kann. Aber nicht muss. Ich meine, letztendlich lebt da einfach gar nichts. Es endet gar nichts. Das ist eine Geschichte, dass da etwas ist, das endet. René schreibt, wie kann man den Schock überwinden? Gar nichts. Was gibt es zu überwinden? Was scheinbar passiert ist in dieser Geschichte, war ein scheinbarer Schock, aber es ging dann auch weiter. Scheinbar. Also, weil es auch nicht so eine große Sache für mich. René schreibt Nachricht gelöscht. Gudula schreibt, die Aufmerksamkeit von den Gedanken weg auf das Bewusstsein selbst zu richten, weg von dem, was erlebt wird, direkt auf das, was es scheinbar erlebt, zu richten, unterstützt das Sterben des eingebildeten Selbst und die Erkenntnis von Nicht-Etwas. Oder würde ich so nicht sagen, nein, es ist eigentlich, also ich weiß, manche sagen das, aber letztendlich ist das eine weitere Geschichte. Nichts kann den Tod unterstützen. Also es ist so gesehen, wäre es einfach der Tod und der kann weder gefördert noch verhindert werden. Und letztendlich ist eben genau das, dieser Vorgang des von den Gedanken auf das Bewusstsein selbst zu richten, was die Illusion von ich bin und es gibt einen Weg und es gibt eine richtige und eine falsche Handlungsweise oder eine förderliche und eine hinderliche Verhaltensweise, genau das ist letztendlich der Traum. Und man könnte sagen, ich bin überlebt, scheinbar, genau auf in diesem Arbeiten, in diesem scheinbaren Arbeiten, in dieser ganzen Geschichte von es gibt mich, es gibt einen Tod von ich bin und ich kann mich richtig oder falsch verhalten. Ich wüsste nicht, wem ich das empfehlen sollte und wozu, warum.
Gabi schreibt: Es scheint zu bröckeln. Es scheint durch die Botschaft zu passieren, doch es hat nichts damit zu tun. Yes. Keine Botschaft, kein Bröckeln, kein Weg, kein Ich, nur nicht etwas, das so erscheint. Wahnsinn, Wahnsinn. Erscheint nur noch Lachen. Yes. Yes. Sein schreibt, lebt es sich einfacher, kein Erlebender zu sein? Jein. Ja, natürlich ist es einfacher, aber eben für niemand. Es bleibt niemand übrig, der diese Einfachheit erleben kann. Aber natürlich ist es einfacher, weil es ist dann einfach. Es ist einfach so, wie es ist. Carina schreibt auf Englisch, so we don't live. Why this construction on this planet? I understand German, can't write in German. Okay. So, I think I'll answer in English. English questions, I'll answer in English. There isn't a real construction on a real planet. That's... So, it's not that there is a planet and the illusion of me came into existence. There is no planet and there is no illusion of me coming into existence. There's no answer to why. Because why refers to a reality, to circumstances that don't exist. Like a planet, like the appearance of me. These things are no things, so to speak, and not things. So there is no why in that sense. There is no answer to why. Peter schreibt, könnte man sagen, sogenanntes Leben lebt sich, wie es sich lebt, solamente, einfach, frei und wild, da kann gemacht werden, was will. Du weist eh ohnehin manchmal ähnlich drauf hin. Ja, könnte man so sagen, scheinbar. Denn so wie das hier geschrieben steht, könnte man das so sagen, aber hört sich ein bisschen an wie ein Konzept. Es hört sich so ein bisschen an wie der Fluss des Lebens. Es gibt so einen Fluss des Lebens, der alleine abläuft. Auf eine Art ist es so, aber letztendlich gibt es nicht mal einen Fluss des Lebens. Es gibt eben kein reales Geschehen in Zeit und Raum. Und das, was ist, ist explosiv, zeitlos, frei und wild. Explosiv und still. Brr. Es ist nicht etwas. Und ja, es kann gemacht werden, was will, beziehungsweise es macht, was es will. Es kennt keine Regeln, es kennt keine Grenzen. Es gibt niemanden da, der es kontrolliert oder der es macht, der es zurückhält, der es beurteilt. Das, was scheinbar passiert. Absolut. Yes. Es gibt keine getrennte Instanz. Es gibt kein Ich bin, das aufpasst. Es gibt kein Bewusstsein, das zuschaut. Es gibt kein Gewahrsein, das sich dessen real gewahr ist.
Priel schreibt, gibt es nach dem Tod Erscheinungen von Andreas, Charakter, die versteckt waren vorher? Jein, auf eine Art könnte man das sogar so sagen, ja. Versteckt, ja. Man könnte sagen, auch Andreas passiert jetzt, scheint jetzt unkontrollierter zu geschehen. Aber nicht so, dass was Neues hinzugekommen ist. Es ist niemand mehr da, der gut sein will. Zum Beispiel. Mira schreibt, du kannst dich ja an deine Vergangenheit erinnern, bevor dieser Shift passiert ist. Wenn es die Möglichkeit gäbe, den alten Zustand wieder zu erleben, würdest du auf diesen Handel eingehen? Letztendlich, gibt es gar kein Erleben von vorher und nachher. Das ist die Überraschung. Das heißt, es ist nicht jetzt etwas anders, real anders, wie es vorher war. Das heißt, ich wüsste gar nicht, was ich. Nein, also es gibt kein Vorher-Nachher. Das ist der Traum, dass es vorher ein Ich gab und dass es jetzt keins mehr gab. Und dass vorher etwas passiert ist und jetzt passiert was anderes. Das wäre die Geschichte. Das heißt, auch in dieser scheinbaren Vergangenheit gibt es kein Ich. Es war niemand da. Es hat niemand gelebt. Es gab nie einen Andreas, der dann gestorben ist. Ich habe nie gelebt, könnte man sagen. Andreas hat nie gelebt. Oder Mira. Petra schreibt, danke Andreas. Wie jedes Mal genial, muss leider gehen. Schönen Abend allen, liebe Grüße. Liebe Grüße. René schreibt, aber Wahrnehmung passiert, oder? Keine reale, scheinbar. Es gibt eine scheinbare Wahrnehmung als Funktion, so wie scheinbar Sehen passiert oder Hören. Aber es ist natürlich nichts, was real existiert. Oder das Bedeutung hätte oder einen Wert hätte und so. Michelle schreibt, das heißt doch, man ist nicht getrennt, sondern verbunden. Jein, weil verbunden wäre immer noch getrennt. Es gibt gar niemand mehr, der getrennt oder verbunden sein könnte. Es ist alles ungetrennt, könnte man sagen. Vielleicht würden manche das verbunden nennen, aber es hört sich ein bisschen an wie eine Erfahrung von Verbundenheit. Hier ist keine Erfahrung von Einssein. Da ist nur ein Sein, könnte man sagen, aber eben für niemand. Stas schreibt, weil kein Ich mehr da ist, das denkt, es muss irgendwas richtig machen. Ja, absolut. Genau. Das wäre eine Methode, sage ich mal, des scheinbaren Ich, wie es glaubt, eine erfüllte Erfahrung zu bekommen oder eine Erfahrung von persönlicher Erfüllung ist, ein guter Mensch zu sein, was im Prinzip was Urreligiöses ist, rechtes Handeln oder gottgefälliges Handeln. Diese illusionäre Kontrolle oder der Versuch, sich selbst zu machen oder die Idee, die Illusion, sich selbst machen zu müssen, wie auch immer die Geschichte dazu ist, die verpufft zusammen mit Ich Bin. Die Illusion, eine Rolle spielen zu müssen, verpufft. Ja. Die Illusion, sich richtig oder falsch verhalten zu können oder zu müssen. Verpufft zusammen mit Ich Bin.
Mira schreibt, für das Ich ist die Erkenntnis halt traurig, dass alles Verstehen nichts nützt. Ja, das kann sein. Schnuff. Ja, es gibt keine Lösung. Ja. Es gibt gar kein Problem. Das ist Teil der Illusion, dass es eine Lösung gibt, dass es eine Aufgabe gibt, dass es ein Problem gibt, das eine Lösung braucht, dass es ein Unbefriedigtsein braucht, das erfüllt werden muss. Ich könnte auch sagen, nichts kann dieses Unbefriedigtsein erfüllen oder stillen, weil es keine Realität hat. Michelle schreibt, danke für deine Mühe, meine Unerfahrenheit zu verstehen. Kein Problem. Das schreibt, klingt super. Mein Dilemma für Ich Bin es, es lebt einfach, es ist so drauf angewiesen, oder das ist die Illusion, aber es ist so drauf angewiesen, etwas zu finden. Die Illusion von da kommt noch was. Und die Illusion, dass meine Suche erfüllt werden muss. Dass meine Sehnsucht real ist und dass sie eine reale Erfüllung braucht. Nee, braucht es gar nicht. Das ist der Traum. Dass es diesen Abschluss braucht, dass es diesen Punkt braucht, ein Ende, ein Verstehen. Dass da noch was kommt. Nee. Sein schreibt, es passiert doch meistens Suchenden, dass das Ich Bin wegfällt und es erscheint dann die Abwesenheit von jemand. Ja, aber es gibt nur Suchende. Sobald da jemand ist, wird gesucht. Aber klar, Ich Bin nimmt an, dass das, wovon hier gesprochen wird, ein Finden ist oder ein Resultat der Suche. Aber genau das wäre der Traum. Die Suche wird eben nicht beendet durch ein Finden, sondern wovon hier gesprochen wird, ist einfach das Ende der Suche. Um Gottes Willen. Sorry, ich habe gerade noch Besuch bekommen. Hallo. Ich hab, da war nur eine Maske, sie ist extra Zähne dran. Ja, möchtest du kurz die Kamera schauen? Ich weiß eigentlich, mal schauen, wie der aussieht. Ich habe ganz schrecklichen Besuch bekommen gerade. Achso. Ich dachte, du wolltest die Maske auflassen. Na gut. Okay. René schreibt, also läuft nach dem Shift alles genauso weiter wie davor, für niemand. Auf eine Art könnte man das so sagen. Ja. Ja. Sein schreibt, danke für alles, an niemand. Michelle schreibt einen schönen Halloween-Gute-Nacht.
Mira schreibt, alles läuft so weiter. Allerdings ohne Maske. Ja, ich hatte ja einen kleinen Vampir mit Maske. Aber ist jetzt rausgegangen. Na gut, in diesem Sinn, es gibt keine Botschaft, es gibt keine Trennung, es gibt nichts zu überwinden, es gibt keine Trennung, die überbrückt werden muss, es gibt keinen Schritt zu gehen, beziehungsweise da ist einfach niemand. Diese Anwesenheit, diese erlebte Anwesenheit ist illusionär, es ist niemand da. Dieses ganze Drama von ich bin jemand, ich habe ein Leben, ich muss persönliche Erfüllung finden, ich habe verloren und muss persönliche Erfüllung finden, dieses ganze Drama hat keine Existenz. Die Not ist illusionär, es gibt nichts zu finden. Das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist alles, was es gibt. Das ist stimmig und wild und frei und satt. Spannenderweise genauso, wie es ist, aber natürlich für niemand. Aber auch das, ich das erfahren muss, ist Teil dieser Illusion. Was scheinbar passiert, braucht keine Erfahrung von sich selbst. Das ist das Wunder. Es ist frei und wild und alles. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss.